Und damit herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, offscreen wieder ein paar Pilzziegel zusammengefarmt. Oh, der Kopf ist aber laut. Ich muss nur aufpassen, ich habe hier draußen so ein gehört. Aber sie ist scheinbar nicht hier. Das ist aber so ein Hinweis, die... Da hinten läuft sie. Dass die hässliche, dicke Spinne unterwegs ist. So. Zack. Zack. Ich habe es auch geschafft, offscreen ein paar Federn zusammenzubekommen, um die Grinder fertigzustellen. Bloß die Kochdrüsen. Die Kochdrüsen sind auch immer so ein Problem, weil... Ja, was willst du machen? Du kriegst sie nicht so häufig von den Bombardierkäfern und so viele gibt es hier leider nicht. Und tote Bombardierkäfer, wenn du die findest, ja, die haben in der Regel nicht so Kochdrüsen dabei. Das ist eher so ein Ding der Lebenden. Man versteht das, ne? So, ja, ich mache hier hinten erstmal, glaube ich, den Turm fertig, oder? So, warte mal. So. Ups, abgerutscht. Ah, hier fehlt noch ein Kiesel. Habe ich hier einen Kiesel? Einen abholen. Könnte ich den Kieselstein hier noch verarbeiten? So. Oh, jetzt schon was vergessen. So. Komme ich auf dem Weg jetzt endlich gut hier rein? Da hinten sollten jetzt eigentlich Ameisen nicht mehr rüber können. Ja, wenn ich die unterste Reihe fertig habe, sollten die eigentlich nicht mehr rüber können. Dann kann ich hier oben auch die Zinn fertigstellen. So, wird doch langsam der Laden, ne? Ja, ich habe aufgeschrieben, man sieht es ja auch, alles schon hier reingestellt. Und... Ich denke, jetzt sollte es so sicher sein, oder? Jetzt sollten hier keine ekelhaften Ameisen sich an meinem Zeug bedienen können. Was brauche ich denn hier eigentlich noch? Ihre von denen. 1, 2, 3, 4. Und ein Unkrautstängel. So. Oder habe ich auch die Leiter fertig? Die Leiter, die Treppe. Ja. Als nächstes mache ich mich auf den Weg in die Seuche. Überlegt, ich gehe in die Seuche rein und hole mir die Markierung Sprühflaschengipfel. Aber die Spinne ist immer noch da hinten. Das ist ja ekelhaft. Oh, und es wird dunkel. Wenn es dunkel wird, mache ich mich sowieso nicht auf den Weg. Da habe ich leider die Tageszeit nicht beachtet. Ich hätte vielleicht noch die Nacht abwarten sollen, bevor ich die Aufnahme starte. Naja gut, naja gut. Dann machen wir das halt so, dass ich die Nacht hier noch abwarte. Und danach mache ich mich auf den Weg zur Seuche. Sollte ja hoffentlich nicht so lange dauern. Sie ist schon wieder hier. Ja. Es sind zwei Vogelspinnen. Vogelspinnen, Wolfsspinnen. Es sind zwei ekelhafte Wolfsspinnen. Warte mal. Verpasse ich dir mal eine und in der Hoffnung, dass du hier nicht herkommst? Ja, tut weh, ekelhafter. Und du da hinten, du kriegst auch eine ab. Zwei von euch hier. Mal, kann ich die hier anlocken? Oh nein, ich bin hilflos vor der Basis. Hilfe, Hilfe, ah. Ja, oh.
Ja. Hoch, hoch, auf die Distanz noch getroffen, wa? Aber... Oh, die wuselt durch meinen Garten! Die wuselt durch meinen Garten, die ekelhafte! Du bist so fällig. Ich hab dich nicht eingeladen. Ich hab dich absolut nicht eingeladen. Du bist jetzt fällig. Und genau da stehen. Dafür habe ich die großen Pilze gebaut, damit du dich davor fängst und ich dich auf Distanz kalt machen kann. Nur aufpassen, nicht dass dein Freund kommt und der Überzeugung ist, er müsste mich hier am Trinkpäckchen überfallen. So. Und einmal in den Spinnenpo. Oh, sehr schön. Wieder eine Wolfsspinne geschafft. Wieder eine Wolfsspinne. Näher an der Mutation, die ich haben will. Ich hoffe, die gibt es wirklich noch. So. Die zweite, die hat sich verpisst. Na ja, die Grinder sind jetzt alle fertig. Und hier Holzkohle und ein paar Kochdrüsen. Ey. Wirklich das nervigste Objekt. Momentan wirklich das nervigste Objekt. Nicht mal Vogelfeder. Bei Vogelfedern wusste ich ja, du findest nur einer Vogelfedern. Ja, das ist mir schon irgendwie klar, dass ich derjenige bin, der immer nur die einer findet. Aber da hinten findest du eigentlich immer einer, wenn der mal dort gesessen hat. Ich habe sogar mal eine zweite dort gefunden, die hat sich aber hier an so einem Stängel hier festgebackt oder ist dort hängen geblieben und kam nicht runter. Das war so ein bisschen... Mm. So, wenn ich hier aber gerade noch abwarte, könnte ich eigentlich zu meinen Öfen gehen und... Warte mal. Zack. Zack. Und dann noch ein paar Ziegel rausholen. Ich denke, das könnte ich noch machen. Dann nutze ich die Zeit wenigstens. Dann nutze ich die Zeit wenigstens sinnvoll. So, oh, hier. Siehst du, hab ich gesagt. Hier ist was drin. So. Sehr schön. Oh. Ja, komm hier rein. Komm hier rein. Oh nein, hilf, eine Wolfsspinne. Aha, in die Falle gegangen. Sowas von in die Falle gegangen. Na, da kommst du nicht wieder raus. Da kommst du nicht wieder raus. Zack. Zack. Was habt ihr jetzt davon, dass ihr jetzt zu zweit unterwegs seid? Vielleicht sogar zu dritt? Ich weiß es nicht, weil die beim Trinkpäckchen fuhren. Ich bin mir nicht sicher, ob die ja wirklich dahin abgehauen ist. Ich waren es auch drei. Und ich habe nur zwei realisiert. Aber egal. Zwei werden tot sein. So. Zacki, zacki. Vogelspinne tot. Ekelhafte Vogelspinne. Ist nicht mehr. So. So, entschuldige ich mich mal ganz kurz. Wow. Was war das denn? Gegen das Ding gesprungen und zurückgesprungen. Halt. Nein. Ich wollte schon sagen, höre ich erstmal eine dritte Vogelspinne? Quatsch. Quatsch. Ich komm hier nicht rein. Nur die kommen hier rein. Spinnenpopos, da habe ich zu viele von. Ja. Und. Zack. 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 So. Schön. Schön. Rundum sicher der Laden fast. Hier noch eine Lücke, aber wie gesagt, hier sollte nichts durchkommen, weil das die Seite zum Teich ist. Welche Ameise geht durch den Teich, ne?
So, jetzt kann ich hier schlafen. Perhaps we should make camp for the night? Ja, in Gedanken kannst du beibehalten. Don't even need to boil it. So. Just hier mal gegessen. I can imagine it's a fruit powder. Ja, kannst du dir vorstellen, wie du willst? Es ist Käfer. Es ist ekelhafter Käfer, den du da gefressen hast. Du widerlicher Käferfresser, du. Lass mal umgucken. Nicht, dass hier die dritte Wolfsspinne kommt und sagt, ja, was ist mit meinem Bruder passiert? Keine Ahnung. Die sind einfach verschwunden. Die spawnt. Passiert auch manchmal. So. Jetzt gehen wir aber zur Seuche. Ach, wieder so viele Minuten vergangen. Wertvolle Minuten. Aber hey, zwei von den Viechern tot gemacht, ne? Also, es hat sich zumindest gelohnt, die Minuten. So. Schade, dass es hier nicht mehr die Fliegen gibt. Dann hätte ich mir hier auch gleich mal noch die 5 Fliegen holen können. Aber Fliegen gibt es ja nur an bestimmten Orten jetzt. Das ist ja schon vorher nur an bestimmten Orten, aber dieser Ort gehört nicht mehr dazu. Ich weiß, beim Sumpf, bei der Distel, da haben ganz viele Fliegen. Und dann ist ja auch die Frage, wenn ich solchen Fliegen umbringe, gelten die als normale Fliegen? Weil solchen Fliegen sind nicht gefährlich. Solchen Schaben und so sind gefährlich. Ja, hier ist Science in der Nähe. Ich weiß auch wo, da oben drauf. Ich kann es sehen. So. Zack. Hier mal drauf. Hier mal dran vorbei. So, ein bisschen Grünzeug mitgenommen. So. Zackidi zack. So. Ja, welchen Weg gehe ich zur Seuche? Gehe ich über den. Über. Die. Über das da? Ja, die Hake? Bin ich eigentlich nicht so. Nee, mach ich nicht. Ich gehe mal den ungewöhnlichen Weg von unten hier lang. Ja. So. Feeling a little sick. So. Ah, müssen natürlich ein Rüssler kommen. Erwischt. Ekelhafter du. Du ekelhafter Rüssler. Du solchen Rüssler. So, viele tote Ameisen. Wah. Vor allem widerliche Superzecken. Lasst mich in Ruhe. Da scheint was zu sein. Ja, ich kann auch einfach mal. Upsi, in die Luft gegangen. Hier runterspringen, wollte ich sagen. Das Zahn. Hallo, explodier mal. So. Und da kann ich den Zahn knacken. So. Meins. Ja, mal sehen. Siehst du, nur Bombardier, Mist. Aber nicht das, was ich will. Oh. Oh, davon ist Science. Oh. Ja, diese Spurendinger lasse ich jetzt mal in Ruhe für den Moment. Hallo, du? Ja, die Toten, die hier unten liegen, das ist so Lala-Ware. Die schon Toten haben in der Regel nicht die schönen Objekte. Die haben immer nur so Überbleibsel. Aber hey, muss ja auch eine gewisse Herausforderung dabei sein. So,
Nee, das ist ein Kiesel, den will ich nicht. So. Gibt's hier noch mehr? Was ist eigentlich das Flächlein? Da ist das Flächlein. Aber das Ding zum Hochkraxeln, da unten ist eine Feder. Wie komme ich denn aber hier wieder hoch? Über den. Über den hier komme ich wieder hoch. Okay. Wow, hier sind sogar mehrere Federn. Aber hier ist halt auch ein ekelhafter Seuchenschaberich. So, warte mal. Ja. Oh. Ich hab mich übersehen. Mist, musst du genau da drunter stehen? Du Ekelhafter. Meine Güte, halten die viel aus. Ich habe so super Ausrüstung und die halten so dermaßen viel aus. Ja, schön im Po geschossen. Nee. So. Meine Güte, heilst du dich hoch? Ist das so eine Sache? Oh ja, nein, ihr seid einfach in der Masse. Ihr seid einfach in der fucking Masse. Oh, Entschuldigung für die Wortwahl. So. Mist. Der tote Körper deines Freundes mich behindert. So. So. War hier ein bisschen aufgeräumt. Ihr Ekelhaften, ihr absolut Ekelhaften, ihr. Was ist denn jetzt schon wieder? Da ist noch ein Vieh. Ich hör's, da ist noch so ein ekelhaftes Vieh. So. Ist jetzt hier mal Ende Gelände? Ich möchte mir gerne dieses Lager an Krähenfedern gönnen. Das sind bestimmt alles Einer-Federn, oder? Ja, wie soll das auch anders sein? Das ist schon mal eine Einer-Feder. Ja. Aber es sind drei auf einmal. Also. Das war eine gute Feder. Eine gute Feder. Die gute Fee und die gute Feder. Schön. Problem ist bloß, zur Zeit brauche ich die gar nicht so sehr. So. Oh, hi. Ich knacke euch auch mal. Schön, dass es dich hier gibt. Oh, du hältst aber gut aus. Ah, mit Inventar voll. Hier, Stapel verschrotten. Stapel verschrotten. Stapel verschrotten. Bombardierkäfer und sowas, das kann ich mir woanders holen. So. Müssen wir aufpassen. Ich habe es hier, glaube ich, mal in einer früheren Folge schon erwähnt. Zwischen den Steinen hockt da früher immer eine Schabenarmee. Nein, aber eigentlich eine Wolfsspinne. Ja, der Kleine ist... Was? Nein! Bleib hier oben. Boah, der wollte gerade abstürzen.
Kaugummi wieder. So, hier mal hoch. Ach, Junge, stell dich nicht doof an. Bitte nicht doof anstellen, danke. Aber ist wirklich gut, dass die Maskenkörper jetzt so lange halten. Da ist noch mehr Kaugummi. Ich sag mal, wie viel Kaugummi hier umklebt, sehr ekelhaft. Der hat überall seine Kaugummis drunter geschmiert. Mein Kleider ist leider so ziemlich kaputt. Oder sogar komplett kaputt, ich weiß es nicht. Deswegen, ich werde hier... Oh, da ist eine Fliege. Das können wir gleich mal testen. Ja, sie gilt als normale Fliege. Und tschüss. Dann war mir eine Freude. Kaugummi-Stückchen auch hier. Klappt nicht. So, das ist so ein typischer Ort, wo man runterkleiden könnte, wenn man die nötigen Ressourcen hätte. So, ich gucke mich nur ein bisschen von hier oben um. Ob ich was Schönes entdecke, aber ich entdecke dort vor allem Pilze. Soll ich Pilze? Ah. Oh. Ah. Die drei Orte. Da ist viel mehr Zeug oben drauf, ha? Auf dem Tisch als früher. Früher war da nicht so viel Zeug drauf. Eine Seuchenfliege. Hä? Wird behauptet, hier wäre Science in der Nähe. Zwar nicht in die andere Richtung. Hier ist es auch schon nicht. Mal weiter. Oh, Ausdauer. Ein ganz mieses Thema, Ausdauer gerade. Wahrscheinlich da unten, ne? Wahrscheinlich gemeinsam mit 1000 Schaben. Musste jetzt sein, dass mich so ein Vieh entdeckt? Musste wirklich so sein? Sag mal, hört hier hinten nicht auch die Seuche wieder mal auf? Ist der? Keine Seuche mehr. Keep you safe? Safer. Warte mal, ich esse mal hier. Bevor das vergammelt. Gut, 29 Pfeile habe ich noch. Ja, das geht soweit. Geh mal nach hier weiter. Ich gehe nicht zum Müll. Geh mal nach hier weiter. Die Frage ist wirklich, würde mir Bürger Aufträge geben nach dem Motto, geh mal zum Müll und hol den Birkelchip, oder muss ich die echt von mir aussuchen? Die Orte werden mir vorgestellt. Die wurden mir schon vorher vorgestellt, dass es da was gibt. Die anderen jedoch auch. Jetzt ist die Frage, warte ich den Birkelauftrag ab? Da kriege ich wenigstens noch ein paar Erfahrungspunkte für. Hier ist so ein schöner Spot für ein... Nee, schade. Wir sagen, hier ist so ein schöner Spot für einen Zahn oder so. Oder so ein Armbändchen. Aber hier gibt's was zu trinken und das ist auch nicht schlecht. No water filtration tablets needed. Sehr schön. Welch hier? Also sind das normale Ameisen, was ich hier höre? Oder schwarze Ameisen? Es gibt ja schwarze Ameisen hier in der Gegend. Das wissen wir, ja? Und wie komme ich eigentlich in den Sandkasten rein? Marienkäfer? Ach, es gibt so viel. Nee, ist eine rote Ameise. Eine lumpsche rote Ameise. Ah. Oh, das ist alles ja neu. Da oben gibt es wohl lecker Nahrung.
Wenn ich schon mal hier bin. Dann würde ich mal sowas hier fällen. Einfach nur, um so Kleider zu bekommen. 9. Und meiner ist einfach Schrott. Das wissen wir. Meiner fällt fast auseinander. Ich gehe mal auf die. Ich wollte sagen, ich gehe mal auf die Distel drauf. Damit ich einzeln verschrotten. Und einen neuen Kleider. Sehr schön. Gut, wie gesagt, die Folgenlänge, naja, so viel erforschen ist nicht mehr. So. Wie kommt man denn da hoch? Muss doch eigentlich auch einen Weg nach da oben geben. Früher war es nicht auf normalen Wege möglich, auf den Tisch zu kommen. Da musste man sich einen Weg nach oben bauen. Was sehr umständlich gewesen wäre, was ich deswegen nie gemacht habe, weil oben soll es wohl nichts gegeben haben. Hier, denke ich aber, gibt es was oben. Deswegen... Was ist das denn? Was habe ich denn hier entdeckt? Was ist denn das? Ist es die Originalverpackung der Zähne? Da, wo einst die ganzen Zähne herkamen, nicht aus der Gusche, sondern aus dem Glas... Oh, auf jeden Fall ist einer drinne. Den knack ich. So. Her damit. Ja. So. Weiter umschauen. Hier ratzt irgendwas. Das Problem ist... Ach, da ist es. Ich würde sagen, ich sehe es nicht, wo es ratzt. Das ist ein Löffel. Das ist ein Einweglöffel. Wer macht denn solche Geräusche? Oh, ist ein Göffel. Ach, die Biene, die ihr pennt. Okay. Ihr pennt die Bienen. Inventarplätze geben es eigentlich her, dass ich mir da noch ein bisschen was Neues krallen könnte. Aber ich muss mal von hier drüben gucken. Wie sieht das aus? Wie komme ich da hoch? Jetzt auf jeden Fall Science in der Nähe. Gibt es hier irgendwo eine Schräge? Also von hier aus sieht es nicht so aus. Muss ich mich hier mit diesen Trampolin-Dingern hocharbeiten? Wo ich hier Käfergummi für brauche? Wo Käfergummi? Habe ich das eigentlich jemals analysiert? Weil ich es nie gecraftet habe, dürfte es eigentlich auch nicht analysiert haben. Hier ist alles voller Mücken. Guck mal kurz hier unten. Ah, siehst du, deswegen gucke ich hier unten. Hier ist Science. Muss man aufpassen, hier unten gab es auch eine Wolfsspinne, eine ekelhafte. Jetzt war immer geschlafen, wenn ich sie irgendwie halt gesucht habe, aber es gab sie. So. Suche ich mir erstmal einen sicheren Spot und dann beende ich die Folge und dann geht es in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Meine Heimatbasis, die kann ich ja mal unbeobachtet lassen, da muss ich jedes Mal hin. Da ich ja inzwischen überall Wände habe und vorne keine Treppe, wo irgend so ein Käfer durch meine offene Tür reinlatschen könnte. Höchstens die Sache mit der Kieselbrücke. Die könnte problematisch werden. Aber es wird leider auch dunkel, das ist das Problem. Mir fehlt wirklich etwas, was da hochführt.
Das fehlt so ein bisschen. Irgendwas Angeschrägtes, wo man sagt, oh, daran könnte ich nach oben. Das ist... Was ist denn hier hinten? Ah, ein Apfel. Das ist gar nicht so schlecht, dass der hier ist. So, Ausdauer. Ach hier. Muss ich schon sagen. Der Apfel bringt aber leider nichts. Hier höre ich sie schnarchen. Ach, das ist eine Ratnetz. Das ist nur eine lumpsche Ratnetz. Hier kann man in Ruhe lassen, wa, Jungs? Und Mädels? Was ist da hinten? Oh, ist auf jeden Fall Science. Jo, ich sehe sie. Gut, gut, sehr schön. Aber ja, da fehlt mir noch was. Mir fehlt die Möglichkeit, nach da oben zu kommen. Ich übersehe sie bisher. Wahrscheinlich gibt es auch einen simplen Weg. Aber bisher übersehe ich, weil da oben ist garantiert was. Da steht so viel Zeug. Da muss was sein. Problem ist bloß an der ganzen Sache. Baue ich mir hier auch ein Nachtlager? Weil es wird Nacht. Geht das hier in den Deckel rein? Ich teste es mal. Kann ich hier im Deckel ein Nachtlager haben? Ja, aber es würde im Boden versinken. Und somit ist es Quatsch. Aber ja, mache ich das hier an den Eingang von dem Ding? Ich mach's mal hier hin. So. Klee. Ach, zum Glück gibt's ja Klee. Jetzt aufgeschmissen. Au. Das hast du mit Absicht gemacht. Ja, aufschmissen gewesen, wäre jetzt hier kein Klee gewesen. Ja, ist einfach so. In der Nacht hier rummarschieren. Ganz blöde Idee. Unbekanntes Terrain. Da gehe ich doch drauf. Da gehe ich doch drauf, Jungs und Mädchen. Da gehe ich doch drauf. So, das bedeutet, an dieser Stelle danke ich vielmals fürs Zuschauen, wünsche einen fantastischen Tag und verabschiede mich. Ciao.